Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode möchte ich euch ganz gerne die Bins vorstellen von Mechanism. Und zwar gibt es davon 5 Stück, wenn ich den Creative Bin mit dazu zähle. Ansonsten eher 4 Stück. Und wie es für Mechanism üblich ist, haben wir ein T1, T2, T3 und T4 Bin. Und die heißen an der Stelle Basic Bin, Advanced Bin, Elite Bin und Ultimate Bin. Das Interessante bei den Behältern und Gefäßen ist ganz einfach das Rezept. Denn das ist nämlich sehr, sehr einfach herzustellen. Das heißt, wir brauchen insgesamt 5 Cobblestone, 2 Whetstone Dust und wir brauchen ein Basic Control Circuit für den Basic Bin, der übrigens 4096 Items lagern kann. Und wir gucken einmal, der Basic Control Circuit wird hergestellt aus ein bisschen Whetstone und Osmium Ingot. Also sehr, sehr einfach wirklich herzustellen. Und ansonsten gucken wir uns nochmal den Rest an. Das heißt, die Erweiterungen bringen dann 8192 Items, also Storage mit. Dann hier können 32768 Items eingelagert werden. Und bei der Ultimate Bin dann 262144 Items. Aber entsprechend auch der Ultimate Bin, da ist das Rezept halt natürlich schon echt erweitert mit Atomic Alloy und Ultimate Control Circuit. Das ist auf jeden Fall schon schwieriger herzustellen. Aber gerade so für den Anfang auf jeden Fall schon ganz, ganz gut. So, jetzt habe ich allerdings noch nicht erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das ist ein Behältnis für Items. Das bedeutet, wir haben kein Interface. Ich habe jetzt hier meine Hand. Klicke einmal drauf. Ihr seht, passiert nichts. Ich habe jetzt hier meinen Cobblestone, mache einmal einen Rechtsklick und ihr seht, ihr habt eine grafische Anzeige, wie viel Cobblestone ihr habt. Jetzt können wir nochmal gucken hier, holen wir uns nochmal ein bisschen Cobblestone zum Beispiel. Geht allerdings halt nur ein einziges auch rein, machen wir hier nochmal Cobblestone rein. Und wir können hier nochmal gucken, unseren Stone kriegen wir hier zum Beispiel nicht reingefüllt. Den können wir hier zum Beispiel mit reinfüllen. Ja? Also so viel auf jeden Fall erstmal dazu. Verbunden werden können die Dinge auch. Das heißt, wir können da jetzt zum Beispiel von Mechanism die ganz normale, jetzt muss ich mal gucken, das glaube ich nicht, Logistical Transporter ist es. Und das wird einmal miteinander entsprechend verbunden. Jetzt passiert hier noch nichts. Dafür gibt es dann noch den Configurator. Und da machen wir einmal ein Shift und Rechtsklick. Hier wird jetzt im Grunde genommen was rausgepusht und wir wollen, beziehungsweise reingepusht würde hier was werden in dem Interface. Wir wollen allerdings nicht das auf Push setzen, sondern einmal auf Pull. Und wir sehen, das Ganze funktioniert. Das können wir hier zum Beispiel dann auch noch weiterführen, indem wir dann hier entsprechend das Ganze auch nochmal auf Push setzen. Und somit war es das an der Stelle. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.